Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem Videoformat, das ihr eigentlich schon kennt. Ich habe das früher regelmäßig gemacht, habe es dann irgendwann einfach liegen lassen, wieso auch immer, es tut mir von Herzen leid. Ich habe nämlich immer wieder Kommentare und Nachrichten bekommen, dass ihr dieses Format vermisst, meine ja damals sogenannten Real Talk Videos. Und zwar ist es folgendermaßen, dass ihr mir da immer Fragen geschickt habt. Ich habe diese im Video vorgelesen und direkt hier in die Kamera beantwortet. Und jetzt habe ich gesagt, wisst ihr was? Wir machen das wieder genau wie damals. Und ich habe dazu einen Post auf Instagram gemacht und euch gebeten, mir eure Fragen zu schicken. Und da ging es keine 10 Minuten, war mein Postfach wieder voll. Und ich picke mir jetzt ein paar Fragen raus, die ich heute hier in diesem Video beantworten werde. Die erste Frage kommt von Katharina und ich lese gleich mal die Mail vor. Hallo, meine liebe Lieblingsbloggerin. Find's super, dass du unsere Fragen beantwortest. Du, ich habe eine für mich ganz wichtige Frage, die vermutlich in deinem Lifestyle-Programm beantwortet würde, aber ich kann mir das als Studentin momentan nicht leisten. Dazu sage ich schon mal, die Aktion läuft immer noch. Mein Programm gibt es mit dem Code 2018 für nur 49 Euro und ihr habt ein ganzes Jahr Zugang. Anyway, also hier kommt's. Ernährst du dich High Carb Low Fat? Fragezeichen. Und wenn ja, benutzt du noch Öl? Beziehungsweise wie viel Fett baust du in deine Ernährung noch mit ein? Ich bin seit einem halben Jahr vegan und habe recht viel gelesen zur Thematik, aber nirgends finde ich konkrete Angaben, wie viel Fett man denn nun als Frau noch zu sich nehmen sollte. Und mit dem intuitiven Essen tue ich mir schwer bezüglich Fett. Also Nüssen, Samen etc. Ich habe ein wenig Angst, dass ich zu viel Angst vor Fett bekommen habe und nicht genügend davon esse. Würde mich sehr darüber freuen, wenn du das beantworten könntest. Liebe Grüße aus Bayern, Kathi. Liebe Kathi, herzlichen Dank für dein Mail und sehr gerne beantworte ich natürlich diese Frage. Du hast es schon richtig gesagt, im Detail Infos mit Rezepten, mit Kochvideos plus Videotrainingsprogramm gibt es natürlich auf anjaslifestyle.com. Aber diese Frage, ob ich mich High Carb, Low Fat ernähre, kann ich dir natürlich beantworten und auch deine Frage zum Fett. Also generell ist es richtig, ich ernähre mich High Carb, Low Fat. Ich ernähre mich ja pflanzlich, also vegan. Und jeder, der eigentlich auf vegan umstellt, stellt relativ schnell fest, dass vegan nichts mit einer Diät oder einem bestimmten System zu tun hat. Das ist eine ganz andere Einstellung, die man da mit sich bringt. Das ist ein Lebensstil und keine Diät. Das soll schon mal gesagt sein. Von daher ergibt sich eigentlich auch gerade mein nächster Satz, dass ich mir eigentlich sehr wenig Regeln vorgebe. Also ich habe eigentlich kein, wenn ich das so vereinfacht sagen kann, kein bestimmtes System, kein strikter Plan oder irgendwelche ja, Makros groß abwiegen, Kalorien zählen. Das mache ich eigentlich praktisch nicht mehr, nur noch in meinem Kopf so Handgelenk mal Pi, wie wir in der Schweiz sagen würden, also so ungefähr halt. Jetzt ja, jeder, der sich versucht pflanzlich zu ernähren, wird merken, dass das zum Beispiel mit Low Carb einfach nicht möglich ist, weil vegan, da kommt man automatisch an mehr Kohlenhydrate. Wenn ihr nämlich pflanzliches Eiweiß aufnehmen wollt, zum Beispiel aus Linsen oder Kidneybohnen oder Kichererbsen, da sind automatisch immer gleich Kohlenhydrate mit dabei. Und es ist auch gut so, weil noch einmal in diesem Video, ich sage es 100 Mal immer wieder, viele haben es vielleicht doch noch nicht mitgekriegt von mir, Kohlenhydrate sind nichts Schlimmes. Kohlenhydrate darf man nicht verteufeln. Wir brauchen Kohlenhydrate und ganz ehrlich Leute, ungefähr 70% von allem, was ich esse, sind einfach nur Kohlenhydrate. Also ich ernähre mich, wie es Kathi schon gefragt hat, High Carb und dementsprechend eigentlich auch Low Fat. Aber trotzdem esse ich Fette und ich liebe sogar Fette und Fette sollten wir unbedingt essen. Vor allem für unser Hormonsystem sind diese sehr wichtig. Und außerdem sättigt Fett auch ganz gut. Also niemals Fett aus eurer Ernährung streichen, aber auch niemals Kohlenhydrate oder Eiweiß aus eurer Ernährung streichen. Denn diese drei Makronährstoffe brauchen wir. Und ja, da gibt es nichts zu streichen. Und ich persönlich kann euch nur eins sagen. Ihr wisst, ich komme aus der ja, Fitness-Szene. Ja? Also ich habe so eine Vergangenheit im Bodybuilding-Bereich. Und da war ich natürlich sehr scharf drauf, alles ganz genau zu nehmen. Und heute, meine Lieben, kann ich euch sagen, ich lebe einfach das Ganze als
Lifestyle, ja. Ich mache mir keine Regeln mehr, ich setze mich nicht auf Diät, ich ernähre mich das ganze Jahr über ausgeglichen und gesund. Und wisst ihr, ich gehe mit einer ganz anderen Einstellung an das Thema Sport und Ernährung ran. Sport muss für mich Spaß machen. Wenn ich keine Lust habe, gehe ich nicht hin. Sport ist für mich abwechslungsreich. Ich mache nicht immer dasselbe. Und die Ernährung ist für mich intuitiv. Ich esse auch nicht immer dasselbe. Ich esse das, worauf ich Lust habe. Und seit ich diesen ganzen Fitness- und Diätdruck von mir einfach mal abgeschoben habe, geht es mir so gut wie noch nie zuvor. Und ich persönlich finde auch, und ihr kommentiert mir auch immer, dass ich auch so gut aussehe. Und das liegt nicht dran, dass ich irgendwie Diät XY gemacht habe, sondern einfach einen neuen Lifestyle viel lockerer für mich gefunden habe. Ich setze auf intuitives Essen, Bewegungstraining mit Spaß im Vordergrund. Und ja, allgemein von dem Ganzen absolut an erster Stelle im Vordergrund ist immer Gesundheit und nicht das Aussehen. Und somit mache ich mir keinen Druck, ich mache mir keinen Stress und das ganze Abzählen und Rätseln, ja, wie viel soll ich jetzt davon noch essen, das erübrigt sich eigentlich. Also das fällt bei mir komplett weg. Generell, grundsätzlich, grob gesagt, ist es aber wirklich so, High Carb, Low Fat. Also ich nehme verhältnismäßig zu den Kohlenhydraten eher wenig Fette zu mir, aber ich streiche sie nicht. Also ich liebe zum Beispiel Avocados. Als Frühstück mache ich mir meistens so ein Smoothie und am liebsten mag ich da momentan eine halbe Avocado, einen Apfel und frisch gepressten Zitronensaft. Noch ein bisschen Chiasamen von MyProtein schmeiße ich damit rein und das liebe ich einfach. Das sättigt mich, dann bin ich erstmal satt. Ich habe gute Nährstoffe zu mir genommen, natürliche pflanzliche Zutaten und so starte ich meinen Tag gerne. Ja, meine Lieben, ihr seht schon, ich bin nicht Fan von strikten Regeln und strikten Systemen. Jeder ist individuell, jeder Körper ist individuell. Und das Wichtigste am gesund Leben ist es, dass man glücklich ist und dass man lernt, auf seinen Körper zu hören. Viele haben das Problem, dass sie ihr Körpergefühl nicht mehr haben. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber viele spüren nicht mehr, wann haben sie eigentlich Hunger und wenn sie essen, wann sind sie eigentlich satt? Viele haben dieses Sättigungsgefühl gar nicht mehr und da muss man halt einfach lernen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen nach Esotalk an. Ihr wisst, ich bin ein Fan von so spirituellen Sachen, aber ich weiß, das sind nicht alle. Trotzdem finde ich, für alle gilt, lernt wieder den Bezug zu euch selbst zu finden, den Bezug zu eurem Körper und findet dieses Gefühl wieder, wann habt ihr Hunger und worauf habt ihr Lust und gönnt euch das an, auch verbietet euch keine Lebensmittel und lernt auch, wenn ihr einfach satt seid und wenn ihr keinen Hunger habt, dann muss man auch nicht essen. Und wenn man Hunger hat, dann sollte man da auch nicht ein Theater draus machen, oh mein Gott, darf ich jetzt essen oder nicht, sondern esst einfach und vor allem das, worauf ihr Lust habt. Und wisst ihr, seit ich mir nichts mehr verbiete und seit ich mich pflanzlich ernähre, weil ich das will und nicht, weil ich das aus irgendeinem Diätgrund muss, habe ich weder irgendwelche Fressattacken, noch Fressanfälle, noch irgendwie Heißhunger auf irgendwas ultra ungesundes, süßes, überhaupt gar nicht. Weil für mich ist Gesundheit an erster Stelle und so macht es Spaß, wenn sich nicht alles immer nur um das Aussehen dreht. Dann die nächste Frage kommt von der Anna. Hey Anja, in einem Text unter einem Foto hast du mal geschrieben, dass du deiner Tochter später mal von Tattoos und dem Haarefärben abraten würdest. Da interessiert mich, wie deine Begründung dafür ist. Da ich zum Beispiel dachte, dass all deine Tattoos eine Bedeutung haben für dich und sie dir deshalb am Herzen liegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Frage in deinem nächsten Video beantworten würdest. Ganz liebe Grüße und mach weiter so, Anna. Liebe Anna, herzlichen Dank für deine liebe E-Mail. Ich schätze alle eure Worte mega und finde das mega schön, dass das so funktioniert. Ich mache einen Aufruf und es kommen tonnenweise Mails rein. Also ich liebe das mega so, mit euch zusammenzuarbeiten. Genau, was habe ich damit gemeint? Da bist du nicht die einzige, Anna, die mich darauf angesprochen hat. Ja, ich versuche es kurz zu erklären. Selbstverständlich ist es so, dass all meine Tattoos eine Bedeutung haben, die man immer gleich sieht. Und zum Beispiel diese hier. Das hier ist ein Datum, das ist die 4 und die 7. Das steht für 4. Juli und 7. April. Zwei Daten, die für mich eine wichtige Bedeutung haben. Das hier steht für meinen Papa, Daddy. Und das hier ist ein Motivationsspruch, den habe ich mir in Sydney stechen lassen. Das heißt halt übersetzt, dass du selbst in der Hand hast, was du aus deinem Leben machen willst. Genau, also man sieht schon, diese drei Tattoos, ich habe insgesamt, ich glaube, 12 oder 13 Tattoos, ich weiß nicht mal genau, sind aber alle relativ klein und schwarz, außer am Rücken habe ich ein größeres. Die alle haben ihre Bedeutung, das ist richtig so und die gehören zu mir.
Eines bin ich am Weglasern, das wisst ihr, das ist ein bisschen was Misslungenes da. Anyway, das ist nicht das Thema. Wieso würde ich meiner Tochter sagen, mach keine Tattoos? Also natürlich, wenn ich jetzt so darüber rede, was ich an meiner Mutter liebe, ist, dass sie mir immer ihre Meinung gesagt hat, dass sie aber auch mir immer gesagt hat, guck, du bist alt genug, mach deine Erfahrungen, mach was du willst. Und nur aus Fehler kann man lernen. Und das Beste, was mir eigentlich meine Mama gesagt hat früher, war immer, mach Fehler. Was sollst du machen, Kind, mach Fehler, weil aus diesen Fehlern lernst du und daraus wächst du und daraus entwickelst du dich zu, daraus findest du deine Persönlichkeit. Und da hat sie vollkommen recht. Und ich liebe meine Mama. Meine Mama ist mein größtes Vorbild. Ich hoffe, ich werde eines Tages so eine gute Mutter sein wie sie. Deswegen, ja, was will ich meiner Tochter verbieten? Weil ich war so eine Tochter, wenn mir meine Mama von irgendwas abgeraten hat, dann habe ich es sowieso gemacht. Und so wird vermutlich auch meine Tochter mal sein, wenn ich mal eine Tochter habe. Aber damit meine ich einfach, dass ich halt in gewissen Lebenslagen sehr voreilig war. Ja? Ich meine, ich bin erst 24 und ich rede hier, als wäre ich weiß nicht wie weise. Ich werde vermutlich immer noch einige Fehler in meinem Leben machen. Da kommt bestimmt noch einiges auf mich zu. Aber schon jetzt denke ich mir, mit 18 hatte ich damals dieses Riesentattoo auf meinem Rücken gemacht. Und wie gesagt, es hat eine Bedeutung. Es gehört zu mir. Ich bereue es nicht. Aber damals habe ich halt gedacht, ich brauche dieses Tattoo und ich will das unbedingt haben und ich brauche das. Und heute denke ich, ja, diese Bedeutung ist schön, die ist gut, aber ich könnte diese Bedeutung ja auch in mir tragen. Und auch ohne dieses Tattoo wäre ich vermutlich kein schlechterer Mensch. Also, also ich finde halt einfach, dass wenn man halt so impulsiv ist und so lebensfreudig, wie ich es halt war, dass man halt in einigen Lebenssituationen, ohne länger darüber nachzudenken, gewisse Sachen ein bisschen überstürzt. Aber natürlich habe ich auch nur so Erfahrungen machen können und natürlich habe ich es auch nur so gelernt. Stellt euch vor, ich hätte kein einziges Tattoo, würde ich vermutlich jetzt hier sitzen und sagen, dass ich mich immer gefragt hätte, wie es wohl wäre, ein Tattoo zu stechen. Dasselbe auch mit meinen damaligen Brustimplantaten, die ich ja mittlerweile entfernt habe. Hätte ich diese nie gemacht, würde ich vermutlich heute noch daran denken, dass das doch so toll wäre und dass ich das gerne hätte. Aber weil ich es eben gemacht habe und weil ich eben irgendwann mental einen Schritt weitergekommen bin und gecheckt habe, dass ich weder irgendwie in der Schönheits-OP noch Brustimplantate noch irgendwas Sonstiges brauche, um schön zu sein. Ich bin irgendwann zur Erkenntnis gekommen, dass wir alle schön sind, wie wir sind. Und das Einzige, was es braucht, ist ein inneres Strahlen und ein Selbstbewusstsein und Liebe zu sich selbst. Wer das hat, der braucht nichts anderes. Allgemein, niemand braucht irgendwie OPs oder so, das will ich damit natürlich nicht sagen. Aber was ich persönlich finde, man kann noch so viele OPs haben und noch so viel Make-up und noch so lange Nägel und Haarextensions und Wimpern und Brüste und Po-Implantate und weiß nicht was alles. Und man kann trotzdem total unsicher sein und man kann trotzdem nicht, schön sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde halt, jeder ist schön auf seine Art, aber vielleicht versteht ihr mich, was ich damit sagen will. Es ist nicht davon abhängig, wie man aussieht, ob man schön ist oder nicht. Das klingt jetzt vielleicht sehr kitschig, aber wer strahlt, der kann mit diesem Strahlen all seine Makel und seine Unsicherheiten, die er vielleicht irgendwo durch hat, überstrahlen. Und genau, zu dieser Erkenntnis, ja, da bin ich halt mit 20, wo ich die Brustimplantate gemacht habe, noch nicht reif genug für gewesen. Aber ja, nur wenige Jahre später bin ich halt zu dieser Erkenntnis gekommen. Also was habe ich gemacht? Ein Zeichen gesetzt, Brustimplantate wieder entfernt. Ich wusste nicht, wie genau es danach aussehen wird. Ich hatte Vertrauen in mich selbst, ich hatte einen Top-Arzt und ich bin zufrieden, wieder mit meiner natürlichen Brust. Genau, ich habe damit ein Zeichen setzen wollen. Frauen, ihr habt das nicht nötig, es geht auch ohne. Bin ich da ein bisschen abgeschweift? Die Frage war noch, wieso nicht Haare färben? Ja, mal schauen, ob ich hier ein altes Bild finde, was ich euch einblenden kann. Ich hatte früher halt, also so, halt so dunkelblonde, meine Naturfarbe ist so Friseurensprache auf einer 7-0, 8-0, also eigentlich ein dunkles Aschblond oder so 7-1 war es, glaube ich, eine 7-1, so ein dunkles Aschblond. Und ich hatte richtig viele kräftige Haare als Kind, immer, bis ich halt die Friseurenausbildung damals begonnen habe und begonnen habe auszuprobieren. Das Ausprobieren ist toll, auch hier sage ich es nochmal, wie bei den Tattoos, ich wäre heute nicht die, die ich bin, ich würde heute nicht so, so ein Mensch sein, wie ich ihn heute bin und
ja, wenn ich meine Erfahrung nicht gemacht hätte. Aber ich denke mir manchmal, hätte ich nie mit dieser ewigen Haarfärberei begonnen, hätte ich mir nie ewig lang Extensions gemacht und damit halt meine Haare so ein bisschen strapaziert, hätte ich jetzt vermutlich so lange wunderschöne, dicke Naturhaare. Und ja, dieses ganze Färberei und dieses ganze Gemache, Getue, es tut den Haaren nicht wirklich gut. Aber auch hier, hey, ich hatte verschiedene Looks, ich hatte mich mit verschiedensten Frisuren gesehen, ich hatte verschiedenste Dinge ausprobiert, die Erfahrungen waren es wert, es war toll. Trotzdem würde ich meiner Tochter sagen, denk einfach zweimal drüber nach. Dann habe ich noch eine weitere Frage und ich mache das als letzte Frage und zwar kommt das von der Karin Maurer. Hast du Erfahrungen mit der Pille gemacht? Ich nehme sie jetzt seit ca. 6 Monaten und fühle mich unglücklich damit. Ich würde sie gerne absetzen, aber dann kommt die Akne zurück. Ja, das Thema Pille, Verhütung allgemein, das ist so ein großes Thema, da könnte ich alleine ein Video drüber machen. Ja, ihr wisst, ich spreche sehr gerne so Tabuthemen an, weil ja sehr wenige darüber reden. Mir macht das überhaupt gar nichts aus. Ich rede sehr gerne offen mit euch. Wir sind alles nur Menschen oder alles nur Frauen, wenn es um dieses Thema Verhütung geht. Und ich hatte früher auch mal die Pille genommen und ja, also ich habe damit Erfahrungen gemacht, aber ich persönlich bin halt irgendwann zum Punkt gekommen, dass ich keine Hormone mehr zu mir nehmen möchte und ja, somit auch keine Pille zu mir nehmen möchte, weil eigentlich finde ich das, ja, ich meine, was ist eine Pille? Das sind Hormone, die verändern unser Hormonsystem und bringen den Körper aus dem natürlichen hormonellen Gleichgewicht raus und das kann irgendwo durch nicht gut sein. Klar, was macht es? Es täuscht natürlich eine Schwangerschaft vor, sodass man nicht ungewollt schwanger wird. Das ist natürlich das Gute daran und da funktioniert ja offensichtlich auch, natürlich. Aber trotzdem ist es halt ein Medikament und ein Eingriff in die natürliche Harmonie des Körpers. Deswegen habe ich mich für eine hormonfreie Verhütung entschieden. Aber auch das ist nicht ganz so einfach. Also ich habe mal ein Video darüber gemacht. Ich habe die Kupferspirale drin, ich hatte sehr lange die Kupferkette, die hat aber bei mir einfach nicht gehalten. Das war anatomisch bei mir irgendwie nicht machbar, deswegen hat meine Frauenärztin mich auf die Kupferspirale umsteigen lassen. Ich bin damit eigentlich sehr gut zufrieden, weil es halt wirklich ohne Hormone funktioniert und nur mit Kupfer. Also die ist hormonfrei, aber sie ist halt mit Kupfer. Und auch Kupfer ist irgendwo durch etwas, was nicht ganz natürlich in diesem Ausmaß in unserem Körper vorkommen soll. Also wie viel besser das ist jetzt jedem seine eigene Entscheidung. Für mich persönlich ist es immer noch besser, als Hormone in mich reinzupfeifen. Trotzdem ist auch das nichts Natürliches. Aber mir ist es dann halt doch ein bisschen zu riskant, da irgendwie mit Temperatur messen oder irgendwie sowas zu machen. Da habe ich dann doch ein bisschen Schiss vor, weil so gerne ich auch eines Tages eine Familie möchte, jetzt mit 24 Jahren möchte ich das noch nicht. Da gehört für mich noch einiges mehr dazu. Jetzt gerade im Leben habe ich andere Prioritäten. Für mich persönlich ist die Kupferspirale jetzt momentan gut. Ich wüsste ehrlich gesagt gerade nichts anderes. Vielleicht habt ihr da auch Tipps, was eine gute Alternative, also als hormonfreie Verhütung in Frage kommen könnte. Aber ich finde halt so Pille und so Sachen, wisst ihr, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, dass die Pille halt alles in einer Frau verändert. Also das macht nicht einfach, dass ihr nicht schwanger werdet. Das verändert teilweise eure Sinne. Also ich habe zum Beispiel daraus sehen können, aus diesen Dokus, dass Frauen eigentlich auf einen bestimmten Geruch stehen, sich davon angezogen fühlen und wenn sie die Pille nehmen, verändert sich das. Und das wirkt sich zum Beispiel dann auf die Partnerwahl aus, dass man zum Beispiel plötzlich sich zu einem Typen angezogen fühlt, den man jetzt eigentlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, ohne Pille gar nicht so anziehend findet. Dasselbe auch zum Beispiel bei Gerüchen bezogen auf Nahrung oder so, dass man plötzlich gewisses Essen, dass einem das nicht mehr so schmeckt oder dass man Sachen mag, die man eigentlich nie mochte und so, weil das halt irgendwo durch im Körper einfach verändert und vor allem halt auch, was es psychisch macht. Also sehr viele erkennen sich dann halt nicht mehr, haben dauernd irgendwelche Heulkrämpfe oder sind total gereizt oder so. Also das verändert was im Körper und das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt so gut es geht ein Gleichgewicht in meinem Körper behalten. Und mit der Kupferspirale geht das relativ gut, obwohl ich sagen muss, das Einsetzen war für mich persönlich eine absolute Katastrophe.
Also es war wirklich eine absolute Katastrophe mit so krassen Schmerzen verbunden. Ich will euch keine Angst machen, aber ich bin nach dem Einsetzen, also wortwörtlich kollabiert. Die mussten mich da wieder hochheben, Füße hochlagern, Tabenzucker geben, weil es wirklich halt Schmerzen sind, wir armen Frauen. Aber trotzdem, ja, ich persönlich eben so Pille und so Sachen, das verändert mir halt einfach zu viel. Deswegen für mich Kupferspirale eine super Lösung momentan. Ich wünschte, es ginge ganz ohne irgendwie da was zu verändern. Aber ja, vielleicht habt ihr da ja sogar auch noch Tipps für mich und unsere ganze Community. So, meine Lieben, ich mache an der Stelle Schluss. Ihr seht, das zieht sich immer relativ lange. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das öfters machen. Also schickt mir ruhig eure Fragen an folgende E-Mail-Adresse und schreibt bitte unbedingt einfach im Betreff YouTube Real Talk dazu, dass ich auch sehe, worum es geht. Dann kann ich das ein bisschen sortieren bei all meinen E-Mails. Und ich würde mich mega freuen auf weitere Fragen von euch und somit auf weitere Videos von uns hier gemeinsam. Und ja, was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt, was für einen Tag habt, ich wünsche euch eine schöne Woche, Wochenende, Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und bis im nächsten Video hier auf meinem Channel. Tschüss!